Weil ich wüsste sonst absolut nicht. Ich bin ja schon kreativ, was das Bauen angeht. Wirklich. Aber. Guck mal, da oben ist was. Scheiße. Ich brauche einen Flugsaurier. Ansonsten sind wir hier ein bisschen aufgeschmissen. Hier gibt es doch auch normale Flugsaurier, oder? Oder gibt es hier nur diese Gleiter? Das wäre jetzt so das, was mich interessiert. Bin ich wieder aufgestiegen? Ja, nice. Aber ich brauche noch so viele Level, bis ich I einen Sattel aufsetzen kann. Gasvorkommen. Was passiert denn da, wenn ich da drauf? Huch. Ach du Scheiße. Wir kriegen keine Luft mehr. Wir kriegen einfach keine Luft mehr. Ich glaube, ich sterbe. Ah, halt deinen Kopf mal über Gas. Mal gucken, was passiert. Kugel aus. Erstarrtem Gas. Ah. Oh, wie ich aussehe. Oh nein, die arme Schildi. Egal. Ich werde dich benutzen für Leder. Was ist zum Teufel? Was zum Teufel war da? Was zum Teufel war da? Hä? War das gerade so ein Fliegevieh oder was? War das safe gerade irgend so ein Fliegevieh? Joa. Was ist das? Was ist das? Kann ich das abbauen? Hier ist es gerade sehr ruhig. Frage mich, wieso. Hierchen. Ach du Heilige! Ich habe eine Biene. Das war die Bienenkönigin. Ah. Okay. Das ist interessant. So, jetzt wollen wir ganz kurz gucken auf der Map. Wo bin ich? Okay, ich bin da. Ich bin. Oh. Ich bin gleich bei den Schafen. Schon auch groß, finde ich, die Map. Alles zwar nur unter der Erde, aber finde ich eigentlich gar nicht so bad irgendwie. Finde ich voll geil, das mal alles so zu erkunden. Immer noch auf der Suche nach einem Spot, wo ich gut bauen kann. Ja, Ark Survival Evolved. Ich hab's gesehen. Also auf meinem Steam braucht das 370, 350 Gigabyte. Warum das bei dir 433 Gigabyte war? Ja, aber ich glaube, ich habe auch nicht alle DLCs. Das kann auch sein, ich habe nicht alle DLCs. Aber ja, Ark Survival Ascended ist deutlich, 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 um sogar genau zu sein, die Hälfte weniger Gigabyte. Wie gesagt, das war ja auch der Grund, warum ich mir das dann halt auch noch geholt habe. Plus, ich wollte sowieso eine bessere Grafik haben. Von daher, 200 Gigabyte ist immer noch sau viel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich runde mal ab, aber 400 Gigabyte für ein Game, das ist belastend. Das grenzt ja bald an Körperverletzung. Oh mein Gott! Das schon einfach 2000 Schaden auf einmal gemacht, die Krabbe. Oh mein Gott! Huch! Ja. Ich glaube, ich bin hier gut gerüstet, um hier durchzugehen. Ich glaube, mir kann keiner was anhaben. Spino 1 und Spino 2. Okay. Ah, ja. Die kriegen wir. Seid ihr ready? Ihr seid ready. Wir gehen rein in den Fight. Der macht den ja fast alleine. Oh mein Gott. Da ist noch eine blaue Krabbe. Ist sie größer? Hat die irgendwie mehr? Nee. Die ist einfach nur blau. Blau-lila. Und sieht auch geil aus, ne? Hallo, könnt ihr mal anfangen, ihn zu machen? Fightet. I hat ihn verprügelt.
Einfach draufgehauen mit den Scheren. Oh, der hatte nicht viel. Ach so, der hat auch schon gefightet. Ach so, das erklärt einiges. Guck mal, hier ist noch so ein Teil. Ah, dafür brauche ich die. So ein Ladungsspeicher. Scheiße, wo kriege ich denn das her? Der Spino da drüben guckt auch nur so, was wollt ihr? Werden wir angegriffen? Nö, oder? Ich glaube nicht. Dann lass uns noch mal ein Stückchen weitergehen. Ich muss da bestimmt durchgejagt, ne? Ach, die passen da nämlich nicht durch. Scheiße. Hm. Ja, I wish. Ich hätte jetzt ein Flugtier. Ah, oh mein Gott, bin ich... Ich bin, glaube ich, irgendwie... Hab mich irgendwie gerade ein bisschen verrannt. Ah, da hinten ist schon wieder so ein Flugvieh. Der ballert da auf irgendwas. Aber wie fängt man so ein? Ich kann den bowlern. Das haben wir gelernt. Ich kann den bowlern. Ach so, und sie müssen mir bitte trotzdem folgen. Falls ich Hilfe brauche. Da hinten gleitet doch noch einer. Ja, ich sehe das doch. Der ist ja am Fighten. Oh, wir befinden uns schon wieder im Fight-Gebiet oder was? Der beschießt den ja richtig. Wo ist er? Wo bist du? Nein, komm her. Komm her. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich weiß, es ist für euch bestimmt gerade mega verschwommen, aber... Komm her. Oh mein Gott, das ist ja super ätzend. Ja, jetzt ist auch echt zu spät. Aua. Wo ist denn der Dude jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ich check's nicht. Allein, weil die doofen Hornochsen da oben... Aber die sterben doch nicht, oder? Machen die denen so dolle Schaden? Ja, jetzt sind die natürlich weg. Perfekt. Scheiße. Was ist denn das da unten? Ist das wieder ein Schaf? Das ist ein schwarzes Schaf. Wie kriegt man die nochmal gezähmt? Was brauchten die nochmal? Brauchten die Kibbel? Hier könnte ich auch bauen. Hier ist chillig. Was bist du? Kann ich's gucken? Nee, ist das Öl? Gasvorkommen. Also hier bauen könnten wir halt actually. Das ist halt eigentlich eine ganz gute Stelle. Wo sind wir denn? Hier ist eigentlich halt wirklich eine echt gute Stelle. Oh, süß. Oh, 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 oh. Meiner. Ja, ich nenne ihn tatsächlich auch so. Er heißt einfach Glühbirne. Ja. Also. Ist jetzt die Frage, ob wir hier bauen wollen. Da muss ich halt nur gucken, dass ich vielleicht mal einen von den Dingern, von den Fliegeviecher, von den Dinos, irgendwie getamed kriege. Nur wie? Aber das ist sonst erstmal egal. Wir haben genug Steine um uns herum. Wir haben Diamanten um uns herum. Also so Kristalle. Ich glaube, das ist okay. Kann ich ihn auf die Schulter nehmen? Aufheben. Wie sieht das aus? Ist das süß. Ich möchte unbedingt diese Spinne haben. Und die sieht wirklich aus wie eine Spinne. Und die ist auch so behaart. Und die wickelt sich so um das Handgelenk. So.
Und dann kannst du so wie Spider-Man so, you know? Es schießt so Fäden und dann kannst du dich so schwingen. Sind halt so behaart. Die sehen ultra cute aus, weil die haben so zwei große Augen, glaube ich. Und so klein drumherum. So, die haben, Spinnen haben ja immer mehr Augen. Aber so zwei prägnant große. Und die sehen so süß aus, weil die tanzen so, wenn die so einen Paarungstanz oder so machen. Ich gerne. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Ah, da. Nee, die sehen ja widerlich aus. Was ist denn das? Brother, Also, wenn du dieses Bild einer falschen Person geschickt hast, dann denkt die auch, mit dir ist was nicht richtig. Oder was will er mir damit sagen? So, hä? Nee, die meine ich nicht. Die sehen wirklich süß aus. Das ist widerlich, was du mir schickst. Das sieht ja aus wie ein Predator. So ähnlich. Oder wie so ein Alien. Nee, wirklich wie so eine Minispinne. Das ist nicht normal. Oh mein Gott. Von wo habe ich jetzt rohes Hammelfleisch bekommen? Ach du Scheiße, stimmt. Was für Kraftausdrücke, Leute. Also wirklich. Ja, das ist so wirklich. Ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass das Schaf Hammelfleisch gibt. Sorry. Guck mal hier, wenn ich was aus Holz jetzt bauen wollen würde, dann kann ich das doch da reinschieben. Ist das denn für die auch Holz? Ja, das ist ja. Pilzholz ist so wie... Okay. Und dann brauche ich noch Fasern und Stroh. Ah, shit. Muss ich näher ran. So. Kriege ich halt auch ein bisschen mehr Stroh raus. Finde ich voll gut. Aha, ich bin so getriggert. Ach, Mann. Bin richtig getriggert dadurch. Was mache ich jetzt? Oh, ich habe keine Fasern mehr. Deswegen konnte ich nicht weiterbauen. Okay, dann gehe ich einmal ganz kurz mit Mobs los. Oh mein Gott, passiert hier schon wieder irgendwas? Wurde schon wieder... Oh nein, wir wurden schon wieder bombardiert. Haben die den getötet? Ist der down oder was? Und vor allen Dingen, wie sehe ich aus? Nein, da ist er! Aber ich kann auch nicht so weit werfen. Habe ich ihn jetzt getroffen? Nein. Hallo, oh mein Gott, warum habe ich... Werfe ich? Jetzt werfe ich. Okay, 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 okay. Ich habe jetzt keine mehr. Wo ist mein Prügelstock? 8. Hinter. Wähl doch die 8 aus. Oh mein Gott, wähl doch die 8. Hallo, ich will nicht bauen. Habe ich meinen Dings ausgeholt? Nein. Oh Mann. Ich sehe es nicht. Warum habe ich die Dings nicht ausgewählt? Oh mein Gott. Ich krieg so die Krise bei diesem Scheißvieh, wirklich. Nimm doch die anderen, verfickte Scheiße, nicht mich. Fuck. Oh nein, jetzt bin ich wieder reingerannt. Oh, Digga, du wirst nicht sterben. Wo ist er? Er ist immer noch da. Oh Mann, ey. So, meine Fresse. Und jetzt wähl den Knüppel aus und hau drauf. Der ist nur Level 4. Der wird wahrscheinlich hoffentlich gleich down gehen. Wehe nicht. Alter. Geh doch mal langsam down. Er ist gleich tot, wenn ich so weitermache. Hä? Oder tamet man den nicht so? Au. Geh doch down. Geh down. Geh einfach down. Bruh. Ich raste aus. Er trifft mich nicht. Er ist tot. Cool. Wie zähmt man die? Yiling heißen die. Ich muss googeln. Ja, wir bauen jetzt erstmal das Haus. Und dann werden wir erstmal richtig viele Narkosemittel herstellen. Und so weitermachen. 150 Mal hätte ich auf den einprügeln müssen.
Oder 180 mit dem Knüppel, damit der down geht. Ah, nee, das soll... Geht das hier noch weiter? Ich glaube, ich mache das hier noch einen drüber. Ja, ich habe erstmal 15 Level, die ich aufsteigen kann. Ha! Das heißt, ich kann auch gleich die Krabby reiten. Ankylosaurus ist auch in Ordnung, ist auch wichtig. Da, Pteranodon. Da, das ist der Ladungsspeicher. Den brauchen wir, um diese Dinger zu machen. Zu aktivieren oder so, keine Ahnung. Okay, alle anderen Sachen muss ich an der Werkbank herstellen. I see. Ich hole mal gerade hier den anderen Kerl. Perfekt. Wie heißt du? In einem bemerkenswerten. Super. Das ist auch ganz toll. Der sieht mich nicht. Oh, hier ist ein Schafi. Ich finde das so gut, dass hier die Schafe sind. Ich drohe zu verdursten. Warte, warum bin ich so schwer? Oh, ich verdurste. Ich muss schneller sein. Oh mein Gott. Absteigen. So, einmal ganz kurz. Warum bin ich so schwer? Ach, wegen den Teilen. Warte mal, wirf doch einfach mal ein bisschen Fleisch weg. Das ist ja unnormal viel. Genügend Fleisch habe ich auch. Darum muss ich mich nicht kümmern. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist schnellstmöglich ein Lagerfeuer bauen oder so, damit ich dann genügend Fleisch habe. Ich kann ja auch Hammelfleisch braten, wenn das in dem einen noch drinne war. Ich habe jetzt gerade bei Kani nicht geguckt. Kann auch sein, dass das schon weg ist, aber... Das hält doch länger satt, oder? Eigentlich sollte Hammelfleisch doch länger satt halten. Hast du gutes Fleischi? Nee, das ist schon alles wieder weg. Schade, aber dann kannst du mir trotzdem ein bisschen was geben. Während das brät, kann ich ja mich hier um die anderen Sachen kümmern. Ja, komm mit. Komm bitte mit. Ich brauche dich. Du musst meine Steine gleich zerprügeln, die ich da habe. Was ist das? Ah, diese Yeeling-Dinger. Alles klar. Warum sehen die so fancy aus? Die kleinen Chucky-Boys. Was? Nee, wieso? Was denn? Düdi. Hier, den hier? Oder was? Oder welchen meinst du, Torga? Ja, den hier. Ich weiß nur nicht. Das war doch der Sattel eben gerade. Ach, wie er guckt. Das war doch der Sattel eben gerade, den ich gelernt habe, den ich dafür brauche. Aberrant in einem bemerkenswerten. Ich habe den so nicht genannt. Punkt 1. Punkt 2. Warum steht da nicht der richtige Name? Das frage ich mich gerade. Wir brauchen ja allgemein Stein, damit wir uns... wo war er denn? Hier, den Ofen herstellen können. Leder haben wir genug. Da haben wir fucking viel. Das reicht vollkommen. Nice. Okay, gut. Halbe Wände, die da reinpassen. Ja, okay, dann ich da gleich mal. Dann kann ich mit der Schmelze schon mal ein paar Barren herstellen, die ich schon habe. Das Bausystem von Ascended ist einfach viel, viel besser. Ich mache oben das Bett hin. Hier so bei der Karte. Und daneben mache ich einfach noch einen Schrank. Oh Gott. Hallo, nicht wackeln. Und da kann ich dann meine ganzen Sachen platzieren. Meine ganzen Uniform oder so, wenn ich was habe. Richtig gut. Stein in dem Sinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh no. Die hängen hier ja alle an der Wand wie die Behinderten. Dann weiß ich, dass ich da auf jeden Fall jetzt nicht hochgehe, um zu gucken. Oh mein Gott, aber eigentlich muss ich. Ja. Und jetzt dreh dich um und renn in die Richtung. Renn aus der Tür raus. Es ist ganz einfach. Einfach nur aus der Tür raus. Ah, perfekt. Er hat's hingekriegt. Gibt's hier unten direkt andere Sachen? Ist das hier so ähnlich wie der Redwood oder was? Werde ich bestimmt gleich wieder von oben angesprungen.
Hier gibt es auf jeden Fall richtig dicke Bäume. Oh mein Gott, sind die dick. Hier könnte ich wahrscheinlich dann Baumplattformen dran bauen, wa? Aber wenn hier so dicke Bäume sind und ich da Plattformen dran bauen kann, weiß ich auch ganz genau, dass es hier bestimmt auch Dinos gibt, die sich an diesen Baum klammern und einfach nur warten, bis ich vorbeikomme. Und mich dann schnappen. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Okidoki. Boah. Also es sieht schon schön aus. Heilige Scheiße. Oh, sie stehen aber sehr am Abgrund mit ihrem Baby. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Vielleicht wollen sie... Oder mit ihren Babys. Oh mein Gott, das ist ja noch kleiner. Vielleicht möchten sie ein bisschen weiter weggehen. Ich würde gerne runter gucken, aber... Da gehen wir irgendwann nochmal hin. Warte mal, was ist denn da? Oh ja, da geht's runter. Da geht's runter. Da ist es gefährlich. Oh, oh mein Gott, hier ist ja doch ein bisschen was in der Nähe. Ha! Moment. Moment. Das muss ich direkt markern. Ja, jetzt bin ich gleich wieder zu Hause. Sehr gut. Siehst du, so weit. Eisen auch nicht entfernt. Eigentlich ist der Spot echt gut. Ich glaube, von hier können wir uns gut was aufbauen und rantasten. Oh mein Gott. Ah, die Säule da muss ich nochmal gucken. Kriege ich die? Sehr nice. Wie geil das aussieht. Auch mit dieser Eisentreppe. So. Sättel. Da. Den brauche ich auf jeden Fall. Den kann ich auch instant schon mal herstellen. Boah, da kann ich gleich Steine farmen. Alter. Jetzt haben wir sozusagen genügend. Obwohl, ja, Holz ist eigentlich auch okay. Können wir. Haben wir eigentlich auch schnell Zugang zu. Ich glaube, da wir jetzt mehr mit Stein bauen können, weil wir einfach viel mehr Stein auf einmal abbauen können als Holz, würde ich sagen, bauen wir tatsächlich auch mit Stein weiter. Struktur kann ich ja, wie gesagt, eh immer anpassen. Das ist super nice. Der ist dann auch einfach mein Steinlager. Das passt dann. Gewicht, Ausdauer, Gewicht hoch. Okay, also genau, eine Spitzhacke auf jeden Fall. Eine Sichel kann ich mir nochmal herstellen und dann... Oh nein, ich wollte Warteschlange. Schade. Boah, das waren die ersten 5 Stunden von Aberration. Ich komme mir vor, als hätte ich voll viel geschafft. Wenn ich auf die Map gucke, denke ich mir, ich habe rein gar nichts geschafft. Weil wir einfach noch so viel zu erkunden haben. Das finde ich so crazy. Boah. Also das wird wahrscheinlich jetzt wieder so ein Langzeitding mit Ark. Schau mal. Eigentlich hatte ich gedacht, jeden Freitag Ark. Aber ich bin ehrlich, ab und zu habe ich das mal, dass ich dann plötzlich sage, so nee, auf das Spiel habe ich gerade gar keinen Bock. Ich habe eher Bock auf was anderes. Und dann verschiebe ich das eh immer hin und her, wie es mir gerade passt. Aber in Ark werden wir auf jeden Fall jetzt noch einige Zeit verbringen. Deswegen schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und ansonsten... Ja, hoffe ich, euch hat der kleine, was heißt klein, 5 Stunden, hat arg gefallen. Ich würde nur sagen, euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wie gesagt. Und dann, ja, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.